Hallo Freunde, was sehen wir da? Die neue 1300er GS in der Farbe Triple Black. Endlich sehe ich sie live. Ja, wir haben da ein traumhaftes Wetter, nämlich bewölkt und der Föhnsturm geht. Leider dürfen wir sie noch nicht fahren in Österreich. Habe ich mir gerade erkundigt, möglicherweise nächsten Freitag, sofern eine angemeldet wurde. So, irgendwie kommt es mir vor, wie wenn das so ein Hybrid war zwischen, oder ein Twitter war zwischen GS und XR oder XR mit Boxer. Ich muss sagen, schaut nicht so schlecht aus. Ich muss sagen, ich bin eher positiv überrascht als wie negativ an das neue Licht. Habe ich mir eigentlich auch schon gewöhnt und ich glaube, das wird irgendwie der Hingucker werden. Oder das Markenzeichen, Erkennungszeichen neben den neu gestalteten Boxer. Da sehen wir gleich den riesen Motorblock, eigentlich riesen Motorblock. Weil jetzt ist das Getriebe anders gelagert, nämlich unter dem Motor, was eine Gewichtsersparnis und eine angeblich bessere Leichtigkeit des Schaltens, also der ist nicht mehr so, wie soll ich sagen jetzt, also so markant beim Schalten, so bumm, da musst du teilweise eintreten musst, dass der Gang reingeht, sondern das soll jetzt viel leichter und smoother gehen, was ich aber noch erfahren werde, ob dem wirklich so ist. Ja. Sind wir da. Das einzige fällt mir auf. Ja, BMW steht oben. Frage. Weiß von euch irgendwer schon, ob das Brembo-Anker sind oder eine andere Marke? Ja, das Reckerl da, das Weiße ist auch immer geblieben. Die Blinker sind jetzt da verbaut. Ob das gut ist, wird sich weisen. Im Fall eines Unfalls, wie wertig das da gebaut ist. Ja, neue Neuerung haben wir da gleich da bei den Hebeln. Die werden jetzt per Hebel da umgeschaltet. In verschiedene Positionen, nicht mehr per Drehrad. Finde ich ganz leibend, weil das kannst du dann locker unterm Fahren auch verstehen. So wie es du gern hast. So. Kommen wir zum Rahmen. Ja, das glaube ich wird eine Challenge werden. Der Auspuff ist auch neu. Kommt man relativ knapp vor. Bin gespannt, wie sich das dann beim Reifenwechsel auswirken wird. Ob du den Auspuff übernehmen musst oder aber oben bleiben kann. Das wird die Erfahrung zeigen dann. So. Ja, schaut gar nicht so schlecht aus, diese Triple Black. Also alles in schwarz. War halt cool, wenn sie das silberne Teil auch schwarz gemacht hätten. Und das R1300er GS in einer anderen Farbe. Ja, aber das sind just my 5 cents oder 2 cents. Ja, der Rahmen, ja, schaut echt gut aus. Cool, finde ich. Der also, ja, schaut sehr stabil. Ja, und noch, ja, wie gehabt, ich glaube, das da brauchen wir
neue Kofferhalterungen. Ich glaube nicht, dass da die alten passen werden. Aber das gilt es noch herauszufinden. So, was gibt's da? Die Seiten, Auspuff, tak, tak, tak. Hinten, da ist sehr schlank aus. Also ich hab da was. Ja, schau, jetzt fängt es zum Regen an. Ob da irgendwas verbaut ist. Elektrisches. Sehr seltsam, ja. Cool ist der neue Hauptständer. Ein Klapperl. Also ich hab's gerade vorher aufgestellt. Und die geht ganz easy auf. Wie ein Moped eigentlich, nicht wie ein Motorrad. So, was haben wir da? Ja, die Displaygröße ist gleich geblieben. Leider gibt es keinen Schlüssel da dafür. Zumindest heute nicht. Was Leon findet, du kannst auch das Display umschalten auf ein Sportdisplay. So wie bei der Doppel-R, wo du Bremskraft siehst, Beschleunigungswirkung siehst, Schräglagen siehst. Ja, schaut irgendwie lässig aus, ich habe es schon gesehen. Neu sind auch da die Schalter, die sind zugekommen. Da mit dem Schalter kommst du in so ein Untermenü gleich direkt rein. Da kannst du dann einstellen die Dämpfung, die Sitzheizung, den Rotmodi, die ganzen Rotmodi kannst du einstellen, das Windschild kannst du bedienen, Griffheizung kannst du einstellen. Und was noch dazu gekommen ist, ja, da wo die Griffheizung früher war, der Schalter, ist jetzt der Startknopf. Was ich auch ganz gut finde, ist, dass die Navi-Halterung gleich geblieben ist. Ja, was gibt es da? Gibt es ein nicht abschließbares Fach. Ja, das ist sehr mutig. Und da ist angeblich ein Ding drin. Und da ist jetzt der USB drinnen, der hat sich da verlagert in das Fach. Finde ich nicht so cool, wenn du die Kamera angesteckt hast, die du dir direkt mit Strom versorgen möchtest. Aber ja, es wird sich eine Lösung finden. Schauen wir mal, ob da auch noch ein Stromanschluss vorhanden ist, ein zweiter. So wie bei der vorigen GS. Hier nicht. Aha, die ist schon mit Sitzheizung ausgestattet. 1, 2, 3. Ja, schaut alles recht stabil aus, muss ich sagen. Ja, fällt mir da noch was auf. Ja, der Auspuff ist irgendwie kleiner geworden. Also ich bin gespannt auf den Klang. Ob das also wieder so ein markanter GS-Klang ist, wo du schon vor einem Kilometer hörst, ja, da kommt jetzt ein GS. Oder ob das dann so ein, ja, da kommt irgendwas daher, Klang ist. Ja, was jetzt? Jetzt habe ich es wieder mal gut erwischt. Es regnet. Ja, das mit den Blinken schaut sicher leibend aus. Also die sind definitiv von vorn, siehst du es einmal definitiv besser, die Blinker, wenn sie blinken. Also die kleinen Wurzel da hinten. Ja. Da ist auch das Abstandsradar verbaut. Drum ist auch wahrscheinlich am Squirfel drum, wie das ausschauen wird, das Licht, das neue, die Designer, dass das Radar unterbringen. Wärst du schön, Geberit lässt grüßen. Aber ich glaube, das wird ein markanter Hingucker werden, das Licht. Aber wie das mit dem Kurvenlicht funktionieren soll, das weiß ich jetzt noch nicht. Oder ist nicht ersichtlich aus der da, wie die Kurven ausleuchten wird. Aber ja. Zusatzscheinwerfer auch verbaut. Bei der Triebwerksleck haben wir auch schon einen Metzler oben.
und keinen Bridgestone mehr. Sehr spannend. Sehr spannend. Was haben wir denn da für ein Dorf? Endurance Next 2 ist oben. Ja. Bank wie gehabt. Natürlich bei der Zubehörliste kannst du Häkchen machen ohne Ende. Ja, das ist nur die normale, die senkt sich nicht da. Aber angeblich oder hoffentlich kommt nächste Woche eine mit dem absenkbaren Fahrwerk. Und die wird hier auch angemeldet als Probefahrzeug. Und dann können wir jede Runde damit fahren. Und dann können wir schauen, wie das im Betrieb funktioniert, das Teil. Also leichter ist, also das merkst du, das habe ich beim Aufstehen gemerkt, also das stützt sich auch wie ein Moped, also das ist unglaublich. Zack! Brauchst nicht viel Kraftanstrengung und natürlich mit dem absenkbaren Fahrwerk wird das jeden, der was ein bisschen kleiner ist, aber vor allem die weibliche Klientel ansprechen, die was ein bisschen kürzer sind, weil das Fahrwerk senkt sich auch von, glaube ich, um 3 cm ab beim Stehenbleiben automatisch. Und dann sitzt er noch an und dann sitzt du auf die Durst, zum Beispiel verwunderlich oder Duradeck, die niedrigen, dann bist du gleich mal um 6, 7, 8 cm niedriger und mit dem Motorrad können dann auch, sage ich jetzt einmal so, bis 1,65 m ganz locker mit die Füße wegkommen, ohne dass auf die Spitzeln stehen. Das wird sicher eine Challenge werden. Also ein, sind wir da? Ja, also die Karren sind da, wertig verbaut. Ich habe da ein Video gesehen schon von einer, die waren so ein bisschen schleißig verbaut. Aber da muss ich sagen, ja, alles gut. Ganz lang nur für Lenkerhöhung. Ja, knappe Geschichte. Muss man alles aufbauen, aufmachen. Woher geht sich aus? Ja, geht sich aus. Ich habe so eine Lenkerhöhung braucht, ja, kein Problem. Ja, Freunde. Das war's von der GS 1300, einmal mein erster Live-Eindruck. Also um die ganzen neuen Zusatzfeatures, was da alles gibt. Wenn ihr es wissen wollt, schaut einfach auf die BMW-Seiten. Macht euch immer schon meine Hagel gemacht auf der deutschen Seite. Also ich dort komme auf knapp 25.000, ohne Nova natürlich. Aber ich warte sowieso die Kinderkrankheiten ab und natürlich erwarte ich die Adventure nächstes Jahr. So viel Zeit muss sein. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, und bis demnächst auf diesem Kanal. Pfiat euch!